Hey, na, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Age of Wonders Planetfall. Ich habe das Ganze übrigens kostenlos erhalten, wollte es nochmal gesagt haben. So, beim letzten Mal haben wir noch weniger gecheckt als die Male davor, aber was wir jetzt wissen, ist, dass wir unstoppbar sind, Alter. Außerdem können wir mal wieder für unseren Helden Jack Gelder Upgrades aussuchen. Und hier gibt es nochmal Fernkampfspezialisten. Das ist stackbar. Puh. Dann würde ich jetzt aber erstmal Zielwasser machen. Und dann auch Zielwasser 2. Das heißt, er trifft genauer. Müssten ja dann, wenn das zusammenzählt, müsste es ja 10% Zielsicherheit sein. Wir wissen jetzt, dass die unterschiedlichen Anführer auf dem ganzen Planeten Prometer-Waffen eingesetzt haben. Hui Yang hat dieses geschmolzene Erdarsenal erwähnt, das zurückerobert werden muss. Ich gehe also davon aus, dass es sich dabei um die Basis handelt, in der diese Waffen gelagert und hergestellt werden. Klingt nach einem Ort, dem wir einen Besuch abstatten sollten. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Valentine mich verhöhnt hat, als er die Elysium Parks erwähnte. Mich auf eine sinnlose Suche durch heruntergekommene Vergnügungsparks zu schicken, klingt nach etwas, das ihm gefallen würde. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass er recht hat. So opportunistisch er auch sein mag, Michael Valentine ist immer noch ein Offizier der Vorhut. Kommandanten der Vorhut scherzen nicht über den Krieg. Ja. So sicher bin ich mir da nicht. Okay. Gut. Mit dem bleiben wir da. Forderung der Paragon-Fraktion. Ah, genau die Person, nach der wir suchen. Uns ist zu Ohren gekommen, dass kein Tribut gezollt wurde. Bitte erledige das zum Wohle unserer guten Beziehung. Okay, noch bezahlen wir das mal. Unterwerfungsgeschütze, elektromagnetische Anwendung, Schienenbeschleuniger, schwere Laseranwendung. Wir machen erstmal die unteren Forschungen und dann können wir ja immer noch weiter gucken, wie wir hier fortfahren. Apropos, können wir denn jetzt eigentlich, ach, hier sieht man sogar, dass die Einheiten schon aufgestiegen sind. Das ist nice. Munition, Stahlfläche. Verbesserte Kampfsensoren. Diese Einheit ist um 20% schwerer zu treffen und erhält Aufspüren. Eine Rüstung gibt's ja auch. Shit, ändert der sich optisch auch? Gibt es hier ein Ressourcenlimit? Puh, du, da fragst du Sachen. Die verflochtene Rüstung, müssen wir die jedes Mal... Ach, die wird mit Kosmit hergestellt. Oh, okay. Verstanden. Verstanden. Nachricht von der Paragon-Fraktion. Hast du es gesehen? Randalierende Vandalen. Alter, ist das ein Drache oder was? Unsere herrlichen Denkmäler und Kunstwerke ziehen viele Feinde an. Unsere kultivierte Lebensart macht primitive Gemüter wütend. Offenbar wird für sie die Welt zu einem besseren Ort, wenn sie Dinge, die sie nicht verstehen, zerschlagen können. Klingt nach Berlin. Okay, aber wir müssen eh dahin. Der hat so eine 4 über dem Kopf. Weiß einer, was das bedeutet? Diese 4? Ich habe keinen Plan. Wir gehen mal dahin, dann können wir hier auch
das imperiale, was auch immer uns snacken, Alter. Und dann können wir zur Puzzleburg. Das klingt alles so episch. Puzzleburg. Shit, wir haben vergessen, das Teil hier einzunehmen, ne? Was machen wir mit ihr? Vorgelagerte Basis bauen? Ah, wir können immer nur einen Sektor anschließen, ne? Das heißt, wir müssten jetzt hier eine Basis bauen, sehe ich das richtig? Halt mal die Maus über die Energie. 522 Reserve plus 60 Einkommen pro Runde wahrscheinlich. Plus 96 Kolonieeinkommen. Minus 36 Einheiten Unterhaltungskosten. Nein? Okay, nein sagt mir jetzt nicht so viel. In der Nähe einer bestehenden Kolonie kann keine Kolonie gegründet werden. Sektorenlimit erreicht. Cavendon benötigt einen zusätzlichen Kolonisten, bevor dieser Sektor hinzugefügt werden kann. Okay, wie bekomme ich einen Kolonisten? Was ist ein Kolonist? Ist das hier, ne? Bevölkerung. Zwei Runden bis zur Ankunft des nächsten Kolonisten. Das heißt, wir müssen zwei Runden einfach warten. Okay, habe ich gecheckt. I got it. I got it. Okay, dann lassen wir die da erstmal stehen. Ich beende die Runde und lege eine Karte verdeckt. So, Vorratslager. Du findest eine wiederverwertbare imperiale Vorratsreserve. Sie beinhaltet 20 Pflanze. Leider wurden die Containerprotokolle zerstört. Kennen wir schon. Wir wissen nicht, woher das kommt. Was zur Hölle ist das? Quarzit, flüssiger Kristall. Rangrekrut. Also es sind alles noch Rekruten, aber es sind Klasse 2 Plänkler. Das heißt Schadensverursacher oder wie darf ich das sehen? Blitzwiderstand, Kettenentladung, Verteidigungsmodus haben die. Biochemische Schwäche. Oh, das ist interessant. 20 Hanf. Oh, das sieht aber fett aus, oder? Widerstand gegen Taumeln. Widerstands F und ich. Leute, meint ihr, die können wir angreifen? Meint ihr, wir haben da eine Chance? Oder soll ich das lassen und lieber in die Puzzleburg gehen? Gegen 4 nicht. Naja, aber wir sind voll ausgestattet, oder? Wenn wir 2 Sechser-Armeen haben. Aber das dauert ja ewig. Dann müsste ich ja mit ihr im Endeffekt, ja, shit, Alter. Ja, ich weiß schon, mit 2 Einheiten quasi, also eine Einheit daneben stellen auf dem Hexfeld und mit einer Einheit angreifen. Das ist mir schon bewusst auf jeden Fall. Gut, aber wenn du sagst, da haben wir keine Chance, dann würde ich sagen, snacken wir uns erstmal das hier. Sie bleibt da stehen. Und mit ihnen schauen wir uns hier mal weiter um, was es hier Schönes gibt. Nope, da gehen wir nicht hin. So, Cavendon kann einen weiteren Sektor anschließen. Nice. Runde beenden. Bams. Okay. Todesspiralenspitzen. Stärke der Kolonie-Miliz 710. Sektor aufwerten. Zerstören. Sektor als vorgelagerte Basis freigeben. Was heißt denn aufwerten? Das ist ja interessant.
Das können wir nicht aufwerten. Durch Forschung erlangter Boost. Durch Forschung erlangter Boost. Was heißt denn aufwerten? Das habe ich noch nicht gecheckt. Sector annexed. Ach, da muss ich aussuchen. Haha. Ja, dann machen wir landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Das Einzige, was für mich jetzt irgendwie Sinn gemacht hat. Forschung in Energie hätte ich machen sollen. Kann man das denn ändern? So, Forschung, du meinst das hier, Industriebewirtschaftung? Das meinst du, ne? Okay, Hank, auf deine Verantwortung. Ich meine, klar, macht Sinn, ne? Haben wir hier zwei Zeichen. Hätten auch irgendwie Energie machen können, aber Energie haben wir schon. Hier hinten wäre halt Nahrung gut. Ja, wir sind richtig ein bisschen am Arsch hier, ne? Wenn es um Nahrung geht. Okay, weiter geht's hier. Kraftorte. Die alte Paragon-Reparaturstation, die bei vorbeikommenden Einheiten alle Gesundheit wiederherstellt. Das ist nice. Die Reparaturstation fügt plus 5 Dings hinzu, wenn sich Einflussbereich der Kolonie befindet. Suche die Reparaturstation. Ich hoffe, dass dieser Anhänger aus Trikorium gefertigt wurde, Lieutenant. Hier sieht es nämlich so aus, als hätte eine Horde wilder Tyrannodons? Wer kennt sie nicht? Gewütet. Woher wissen wir überhaupt, dass wir hier fündig werden? Dein Bruder könnte genauso gut 12-mal den Arbeitsplatz gewechselt haben, bevor er gekündigt wurde. Ich wollte das vorhin nicht erwähnen, aber sagen wir einfach, dass meine Eltern sehr besorgt darüber waren, dass eines unserer Familienmitglieder verschwindet. Also haben sie Vorkehrungen getroffen. Diese Anhänger, sie sind mehr als nur Schmuck. Was denn? Ortungsgeräte? Kein Wunder, dass du nie über deine Familie sprichst. Ja. Wir könnten sie verwenden, um uns wiederzufinden. Als wir gelandet sind, konnte ich den Anhänger meines Bruders an dieser Position lokalisieren. Warum hat sie das nicht von Anfang an gesagt? Beim letzten Mal, als ich nachgesehen habe, ging das Signal noch von hier aus. Aber jetzt scheint es sich zu bewegen. Das sind frische Spuren eines Hopperhundes. Na, wundervoll. Wahrscheinlich hat eine dieser Kreaturen diesen Anhänger geklaut. Ich erinnere mich noch an einige Stadensberichte, dass Ausrotter große Mengen glänzender Objekte in Bauten von Hopperhunden entdeckt haben. Dieser Satz, hätten die den nicht weglassen können? Das macht schon wieder so völlig bekloppt, Alter. Objective completed. Junge, warum verstehe ich nicht, was da abgeht? Du meinst die Story oder das Gameplay? Finde die Kreatur, die die Reparaturstation überfallen hat. Alles. Okay. Oh, Paragons.
So, dann gehe ich mit ihr mal hier zurück. Vorhut Ingenieur. Ach, Schrotflinte. Nicht verkehrt, Alter. Nicht verkehrt. So. Du bist im Begriff, in ein feindliches Territorium einzudringen. Wenn deine Armee beim Eindringen in einen fremden Einflussbereich gesehen wird, zieht das einen Beziehungsnachteil für dich nach sich und deine Einheiten können ohne Kriegserklärung angegriffen werden. Okay. Cool. Der Pokal bei gegnerischen Einheiten zeigt die Truppgröße an. 4. Okay. Na stimmt, hier ist auch 4. Verstehe. Okay. Cool. Was heißt Caps Lock abbrechen, Alter? Okay, weiter kommen wir erstmal nicht. Nicht ins Feindesland. Nee, habe ich ja auch nicht vor. Phasenmanipulation ist fertig. Nice. Phasenmanipulation. Echo-Schreiter-Programm. Lernen Vortex-Instabilität. Das ist so geil, wenn mir das alles was sagen würde, ne? Einheiten Echo-Schreiter. Ausrüstung Lernklingen. Lernbarrieren. Lokaler Lernriss. Lernen Augmentation, Vortex-Ladung, Zeitwarp. Ingenieur. Da bekommen wir die Schrotflinten-Dudes. Gebietsüberwachung klingt gut. Grenzpolitik haben wir auch fertig. Haben wir ja schon die neueste Forschung ausgesucht. Oh! Gefährlicher Kampf. Verteidigerstärke ist 917. Hier könnten wir auch eine vorgelagerte Basis bauen. Vielleicht sogar gar keine schlechte Idee. Alter, hier sind überall so viele Viecher. Wir müssen mit ihr auch mal gucken, dass wir irgendwie... ...bisschen angreifen können. Damit sie auch mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammelt, etc. Dein Angebot von Hui Yang erhalten. Hallo Jack Gelder, ich habe ein Angebot für dich. Vergessen wir die Fehler der Vergangenheit. Ein kleiner Tribut könnte etwas dazu beitragen. Handel, Analyse, angemessenes Angebot für dich.
alle Casus Belli handeln? Aber hier steht, alle Casus Belli handeln. Gehandelte Casus Belli werden entfernt und stehen nicht mehr für Kriegserklärungen oder Denunziationen zur Verfügung. Der Spieler, der den Casus Belli abgeht, erhält einen Rufmodifikator. Okay, nehmen wir einfach mal an. Aber hier. Das können wir aber angreifen. Yo. Hauen wir weg, das Ding. Er ist nicht mehr mit uns verfeindet. Das sehe ich noch nicht. Okay, gucken, dass wir gute Deckung bekommen. Motorrad bringen wir wieder nach außen. Okay, wir können die nicht sehen, aber wenn wir die nicht sehen können, können die uns auch nicht sehen. So verstehe ich das zumindest. So, und eine Einheit halten wir mal hinten. Genau. Operations available. Sehr interessant. Also das hat mir sehr gefallen. Ich überlege gerade. Egal wie weit wir gehen, wir können auf jeden Fall nicht angreifen. Bringen wir einen Jack einfach mal hier hin. Das hat ordentlich reingehauen, ja. Wir bringen das Motorrad erstmal hier in Stellung. Das sind die, die schießen können. Ich überlege halt. Ab welcher Distanz die uns angreifen können. Wir gehen mal nach vorne. Wir müssen ein bisschen was riskieren hier auch. Das sind hier die Nahkämpfer, ne? Er wird springen.
aber das ist okay. Enemy destroyed. Ich hab einfach gepokert, Alter. Gepokert. Bei denen ist total interessant, egal von wo wir angreifen, das Kreuz hier wird nicht rot. Das heißt, man kann die nicht flankieren oder was? Find dazu nichts. Enemy annihilated. They never stood a chance. Okay, aber da haben wir wieder was Neues gelernt, und zwar Sachen, die auf der Map stehen, zu nutzen. Energiekonvoi. Die Überreste eines dieses Transporters beinhalten eine wiederverwertbare Energiekapsel. Ihr Wert beträgt 51 Energie. Leider geben die zerstörten Systeme... Ja, wir wissen nicht, woher das kommt. Alles klar. Kennen wir schon. Alright. Soweit, so gut. Sina von Haus Timur. Sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Mehr Freiwillige, die dem großen Haus Timur dienen wollen. Ich habe schon befürchtet, dass diese Expedition sich als Verschwendung unserer Ressourcen herausstellen würde. Haus Timur? Ist dieser Name nicht ein bisschen großkotzig für eine kriminelle Organisation des Syndikats? Ihr wart in dem Schiff, das uns beim Raumriss begegnet ist, nicht wahr? Ich hätte dort einen kompletten Trupp der Vorhut finden sollen. Sag mir, was du mit ihnen angestellt hast. Dann verschone ich dich und deine Außenweltlerfreunde vielleicht. Das ist so, also wer auch immer die Story hier geschrieben hat, das ist so, so überhaupt nicht durchblickbar, Alter. Das Gameplay ist spot on, aber die Story, what? Oh, du bist so temperamentvoll und so herrlich ahnungslos. Ich überlege, ob ich dich nicht behalten soll. Mach dir keine Sorgen um deine Freunde, Liebling. Wir kümmern uns um sie. Du hättest sie vorhin sehen sollen. Sie sind so schrecklich unterernährt. Hä? Ihr kümmert euch um sie? Du meinst wohl, ihr habt sie versklavt. Die Kyrko waren nur ein Teil der Lebewesen, die wir entdeckt haben, als wir das Syndikat unter die Lupe genommen haben. Damals musste ich das Gesetz befolgen und akzeptieren, wenn sich die Schuldigen einfach freikauften. Aber die Lage hat sich geändert. Ich schlage vor, dass ihr diesen Planeten sofort verlasst, ohne eure Freiwilligen. Liebling, es tut mir leid, aber über das Eigentum von Haus Timur lässt sich nicht verhandeln. Aber vielleicht wäre ich dazu bereit, keine Anschaffungen mehr zu tätigen, wenn ich für die Verluste entschädigt werde. Ich habe hier eine Liste mit zusätzlichen Objekten, die in deinen Kolonien hergestellt werden könnten. Beschaffe mir genug davon und ich denke über deine Bitte nach. Was soll ich tun? Ich will, dass Sina von diesem Planeten verschwindet, aber wollen wir wirklich einen Krieg? Ihre Forderungen zu erfüllen könnte riskant sein, da sie uns möglicherweise nur hinhalten will, bis ihre Verstärkung eintrifft. Ich kann nur mit Sicherheit sagen, dass es nicht einfach wird, mit ihr fertig zu werden, egal wie ich mich entscheide.
Die Geschichte könnte etwas strukturierter sein, das stimmt wohl. Yo. Guten Tag, Oberst. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Schwierigkeiten mit Sina vom Haus Timur hast. Ich habe von ihren Forderungen gehört und glaube mir, es werden nicht ihre letzten gewesen sein. Aber ich kenne eine subtile und effektive Methode, sie von diesem Planeten zu vertreiben. Interesse? Kommt darauf an. Erst sagst du mir, wer du bist und warum du mir überhaupt helfen willst. Dann können wir uns unterhalten. Ich bin ein Freund. Ein Freund, der daran interessiert ist, dass Sina von diesem Planeten verschwindet. Hauptsache Haus Timur wird geschadet. Ich habe belastende Informationen zu Sinas Vergangenheit. Ihr Aufstieg auf den Thron von Timur war nicht nur eitel Sonnenschein. Es gibt Leute, die sie dafür töten würden, wenn sie herausfänden, wie sie an die Macht gekommen ist. Alles, was du tun müsstest, wäre ihr zu beweisen, dass du über die Informationen verfügst. Dann sollte sie kooperativer sein. Leute, Interesse zeigen oder wollen wir das Angebot ablehnen? Ich meine, was sind die Alternativen? Die Alternativen sind, wir scheißen auf ihre Ansagen und fangen mit ihren Krieg an. Oder wir machen, was sie sagt. Interesse zeigen. Interesse. Okay. Und ich vermute, dass du mir diesen Beweis beschaffen kannst. Ich höre. Ja, das kann ich wohl. Wir treffen uns an diesen Koordinaten und sei nicht so laut. Schleichen scheint ja nicht gerade zu den besten Qualitäten deiner Soldaten zu gehören. Objective completed. Finde das außerirdische Schiff abgeschlossen? Objective completed. Arbeite mit Sina zusammen. Beschaffe Sina eine Liste mit zusätzlichen Objekten, die du in deine Kolonien herstellen kannst. Ablehnen, oder? Leutnant, du wirkst verunsichert. Du weißt, dass du immer mit mir reden kannst, wenn dich etwas beschäftigt. Danke, Kommandant, aber es ist alles in Ordnung. Kein Grund zur Sorge. Zumindest kein triftiger. Was ist los? Spuck's aus. Also gut, Kommandant. Aber du musst versprechen, dass das unter uns bleibt und du mich nicht vor der gesamten Einheit bloßstellst. Seit der Landung habe ich dieses unheimliche Gefühl, beobachtet zu werden. Ich spüre, dass etwas nicht stimmt, aber egal, wie sehr ich mich auch konzentriere, ich kann einfach keinen konkreten Beweis für meine Paranoia finden. Eine gewisse Paranoia kann ganz gut sein, wenn man zwischen den Gefechtslinien skrupelloser Vorhut, Truppen und einem opportunistischen Syndikathaus gefangen ist. Die vergangenen Wochen waren für alle hart, vor allen Dingen für Semi, der hier gar nichts mehr peilt, Alter. Zuerst mussten wir uns in Cryostase versetzen lassen und jetzt dieser Wahnsinn. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Damn. Wir sitzen alle im selben Boot. Danke, Jack, du hast recht. Ich habe mir das wohl bloß eingebildet. Damn. Ein bisschen aus wie Hellions, ne? Hellions? Jetzt bin ich komplett durch, Alter. Beobachtet durch uns. Ich find's halt, was halt ultra blöd ist an der Story. Wie gesagt, das Gameplay ist spot on, ja, aber die Story ist halt. Ist halt, dass jedes Mal in Gesprächen wieder wiederholt wird, was wir alle schon wissen. Weißt du, was ich meine? Und das ergibt halt keinen Sinn. Diebe ohne Ehre. Diebe, Verräter, jämmerlicher Abschaum. Nein, nicht du, Jack Gelder. Wir sprechen von der niederträchtigen Piratenbande, die seit kurzem unsere Siedlung terrorisiert. Sie kämpfen ohne Ehre. Sie bekämpfen keine Ehre. Was? Stehlen unsere Technologie und berauben unsere Brüder ihrer lebenswichtigsten Implantate.
Wenn du dich dieser Bedrohung annimmst, wird unser Präfekt sicherlich dafür sorgen, dass du reich belohnt wirst. Blitz-Scharfschützengewehr. I want this. And I want this now. Erfordert eine Siegler-Einheit. Drei zusätzliche Kolonisten. Okay, also eine Kolonie ist eine richtige Kolonie. Sowas wie wir haben, ne? Eine vorgelagerte Basis ist was? Baut eine vorgelagerte Basis, durch die du in Besitz des Sektors kommst, in den sie gebaut wird. Sie gewährt keinen Einflussbereich und erlaubt dir nicht, Einkommen aus dem Sektor zu beziehen. Verschafft dir jedoch Sicht und stellt ein Hindernis für deine Feinde dar. Ah, okay. Das ist einfach bloß eine Basis. Aber wir könnten da eine Kolonie bauen, oder? Lohnt sich das denn da? Hier ist halt krass, ne? Ah, das ist in Paragon. Eine Festung. Kolonie lohnt deswegen, weil wir mehr Einheiten gleichzeitig bauen können. Alles klar. Ich würde sagen, Leute, wie es hier weitergeht, das siehst du, mein Freund, auf YouTube schon in der nächsten Folge von Angel of Wonders, Planetfall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nach und nach checke ich zumindest mal, wie das hier funktioniert mit dem Basisbau und mit den Einheiten etc. Auch wenn die Story nicht verwirrender für mich sein könnte. Hinterlass mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Oder schreib mir in die Kommentare einfach, was du denkst, was hier die Story ist. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye.